Herzlich willkommen an Sie, Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den Wettiger News. Hallo zusammen, ich bin Deborah Diaz und ich kann euch sagen, dass an Heiligabend, also am 24. Dezember 2017, ist ein Krippenspiel und ein Gottesdienst in der reformierten Kirche in Wettigen um 16:30 Uhr am Abend, also 16:30 Uhr. Und wir haben uns vorbereitet und ja. Und ich werde jetzt ein Interview machen mit ein paar von den Schauspielern. Und ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch an Heiligabend da. Also, ja, kommt mit! Also, ich werde jetzt ein Interview machen mit ein paar von den Schauspielern. Und ich hoffe, es gefällt euch. Also, welche Figur spielt ihr im Krippen? Ich spiele den zweiten Wirt. Und ich spiele einmal, ich spiele die dritte Liebe, die nur der Staat dann Josef und Maria hat. Ich spiele auch die Familie. Okay, cool. Ich spiele jetzt Maria. Also, und wie sind ihr überfordert mit dem Text? Oder könnt ihr den Text? Also, ich finde die Rolle cool, aber mit dem Text bin ich schon ein bisschen überfordert. Also ich bin ganz zufrieden mit meiner Rolle und ja, auch der Text ist in Ordnung. Ich kann gar keinen Text. So. Ja, ich bin ein bisschen überfordert. So. Also ich vergesse den Text sowieso immer, also ist kein Thema. Also ich finde meine Rolle voll cool, ich darf ein Pyjama kommen. Und ich bin gar nicht überfordert mit meinem Text. Ich muss nicht viel sagen. Ja, so, sehr schön. Okay, cool. Also, und freut ihr euch aufs Krippenspiel und sind ihr aufgeregt oder habt ihr Lampenfieber? Oder wie ist das so, weil ihr seid ja so ein wichtiger Teil beim Krippenspiel? Es ist ja nicht so, dass ihr nur einen Satz oder ein Wort für uns habt. Ich komme gar nicht. Ja, wie ist das so? Also ich denke, das kommt sicher gut, wir sind auch in der Gruppe und Nervosität ist immer. Also ich stimme der Timmy ja voll und ganz zu, aber ja, ich glaube auch, dass es extrem cool wird. Ich glaube auch, dass es cool wird, aber ich mache eigentlich jedes Jahr mit. Und also ich bin nervös nicht so, weil ich habe nicht so viel zu sagen und ja. Also ich habe eigentlich ziemlich große Panik davor, dass mein Fake heiliger Ski runterfällt und meine Flügel den Geist aufgeben. Aber ja, sonst kommt das schon. Ja, Profis. Also, ich bin ganz aufgeregt, denn ich muss im richtigen Moment Lüge machen und im richtigen Moment vorstehen. Und ich darf nicht lachen, sonst kommt der Zopf lachen. Was nicht sehr einfach ist, aber sonst geht das gut, doch ich glaube an mich. Und glaubt ihr an die Geschichte mit dem Jesus und dem Gott und der Maria und dem Josef und dem ganzen Zeug und dem asozialen Wert? Und so? Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass es. Also ja, ich glaube daran. Ich glaube, dass Einzelheiten stimmen. Also ich glaube, wenn die ganze Geschichte aber so, dass Jesus geboren ist, dass sie keiner so glaubt. Und ich glaube sogar, aber ich glaube nicht, dass es so asoziale wird wie bei uns in der Geschichte. Ja. Also ich glaube daran, weil sonst wären wir ja nicht da. Sonst würden wir das jetzt vorführen, wenn vor der ganzen Zeit. Und das gibt es ja schon seit nicht Millionen von Jahren. Ja. Tausende von Jahren gibt es das. Also denke ich mal schon, dass es stimmt, weil sonst wären wir keines mehr zu sagen. Und ja. Jetzt nur die letzte Frage. Ja, also, Maria, ja. Wie fühlt es sich an, schwanger zu sein? Also ganz ehrlich, ich wollte ja schwanger, also jetzt gerade nicht, aber im zukünftigen Leben würde ich auch 3 Kinder gerne haben. Aha. Und einfach jetzt gerade noch nicht, weil so ein kleiner Raum zu haben im Bauch ist nicht so cool. So der schaut auch immer so raus bei meinem Bauch. Also jetzt die letzte Frage, müsst ihr jetzt ehrlich sein. Habt ihr einen kleinen, Entschuldigung, mit meiner Wortwahl,
Wortwahl Anschiss drauf gehabt, dass ihr jetzt den Kurs belegen müsst, oder? Ja. Also ich finde es cool. Das einzige Problem ist, dass es so früh am Morgen ist. Normalerweise wäre ich jetzt noch am Schlafen. Aber feststellen tut es nicht. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber ja, jetzt ist es halt ein bisschen stressig, weil ich noch einen Termin gerade habe. Ich belege den Kurs. Also ich habe den Kurs extra gewählt, weil ich ins Theater gehe. Und darum ist es für mich eigentlich cool, dass ich das mache, anstatt irgendetwas anderes. Und ja. Also, wie man gleich merkt, am Anfang hat es mich richtig weit. Halt, ja. Aber jetzt finde ich es eigentlich echt cool. Also, es ist lustig, es macht Spass, es sind nette Leute. Und ich habe das Gefühl, es wird dann am kommenden Sonntag das von allen Leuten vorzuführen und zeigen, was wir uns erarbeitet haben. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch am Heiligabend, also am 24. Dezember um 14.30 Uhr. 16.30 Uhr. 16.30 Uhr, Entschuldigung, in der reformierten evangelischen Kirche in Wettigen. Kommt bitte alle, das wäre sehr, sehr nett von euch. Und ja, tschüss zusammen!